Und damit begrüße ich euch recht herzlich zurück zu Lego Batman. Ja, das Riddlers Rache haben wir bereits, ja nicht fertig, aber einmal abgeschlossen. Wir sammeln uns erstmal ein paar Steinchen ein. Aber wir sammeln jetzt nicht alle ein, wir laufen hier unten einmal lang. Wir können eh noch genug davon sammeln. Und ich entschuldige mich jetzt schon mal dafür, dass vielleicht ein bisschen Tastenklappern im Hintergrund zu hören ist. Denn ich habe mal wieder das Problem, dass er mein Gamepad nicht wirklich annimmt. Deswegen muss ich jetzt über die Tastatur spielen. Dementsprechend könnte es dann sein, da wollte ich doch antworten. Könnte es dann sein, dass zwischendurch mal meine Tastatur zu hören ist. Ich bitte das zu entschuldigen. So, reicht denn auch mit Steine sammeln? Wir haben Episode 2 hatten wir ja schon. Genau. Das heißt, wir gehen jetzt hier hoch zur Episode 3. Kommt da rein. Da haben sie wieder Tastatursteuerung. Okay, alles klar. Okay. Joker ist ein Spiel. Jervis Tetch, auch bekannt als Mad Hatter. Hatter? Ja, Hatter ist ja gut. Ist ein verrückter Schurke, deswegen bei dessen Handlung von der Geschichte der Alice im Wunderland beeinflusst wird. Er benutzt geisteskontrollierende Technologie, um andere unterwürdig zu machen. Er lässt sich nie ohne einen großen und spektakulären Hut blicken. Na, dann sind wir mal gespannt. Jokers Heimspiel. Dann wollen wir mal loslegen. Und nicht so viel grüne Suppe. Ich hoffe, wir kriegen hier irgendwas, womit wir da drüber laufen können. Und wir haben ja im ersten und zweiten Level davon auch noch welche. Gott sei Dank sind die Bösewichte hier nie eine große Herausforderung. Das war das
Tor komplett aufmachen. Treffen wir ganz gut. Wie soll ich denn da oben hinkommen jetzt? Zusammenbauen kann ich da nichts. Schauen, dass wir was finden. Damit wir den Kram da hinten komplettieren können. Hier kommen wir noch wieder. Ah, ich ahne es. Das ist blöd jetzt. Jetzt finde ich diese. Ja, sehr schön. Jetzt finde ich die Taste nicht. Aber eigentlich. Aber damit wechsle ich doch. Genau. Ich muss mal kurz in die Steuerung gucken. Spezial auf E. Und Aktion ist auf L. Markieren ist es auch nicht. Da wechselt er ja nur den Charakter. Obwohl es auf 1 und 2 gelegt ist. Ich verstehe das nicht. Dieses Spiel ist echt komisch, was die Steuerung angeht. M, E oder L. Eine davon kann es nur sein. Q ist nicht belegt. Eigentlich habe ich ja auch immer noch was auf Q. Da haben wir es. Sind die beiden schon mal auf dem Verkehr? Das holen wir uns so runter. Aha! Das sieht nach einem weiteren Anzug Turbin aus. Jawohl! Hat er da ein Megafon in der Hand? Tatsache. Mit dem Attraktor-Anzug kann Robin lose, rote, grüne und gelbe Legosteine aufsaugen. Lege sie in der Attraktor-Maschine ab und ich bin einfach zu lange. Ah! So eine Maschine hatten wir doch schon im ersten Level. Okay, das macht die Sache natürlich ein bisschen einfacher. So, das heißt, wir brauchen noch mehr. Wir können die ja schon mal hier reinpacken. Hier waren keine. Doch, hier waren tatsächlich. Ich muss mir das ein bisschen umlegen. Okay, mit BASD das Ding zu steuern, aber gleichzeitig E gedrückt halten, um die Dinger aufzubauen. Achso, gut, mehr werden nicht sein. 8 habe ich, 8 brauche ich. Mal schauen, was das Ding jetzt. Es gibt uns ein Auto. Ach, sag bloß, das ist jetzt. Sau. Und jetzt etwa damit. Tatsache. Na, endlich. Kram hier vorne auch noch weg. Vielleicht versteckt sich darunter noch was. Das heißt, diese Maschine im ersten Level
wird dann wahrscheinlich das gleiche Ding aufbauen. Hier scheint nichts mehr versteckt zu gehen. Gut, dann gehen wir da hinten rechts weiter. Ich glaube, da oben kommen wir später erst lang. Mal alles wegnehmen, damit ich nicht versehentlich reinlaufen kann. Nanu? Bösewichte überall. Saugomat. Nenne ich ihn jetzt mal, dass wir mal da vorne stehen. Schauen, wann wir ihn wieder brauchen. Okay, da ist nichts mehr. Da geht noch was zusammenbauen. Aber will ich schon hier hoch? Ich weiß jetzt nicht, ob es so weitergeht. Wir gehen einfach mal hoch hier. Ah, hier gibt es einen neuen Batman-Suit. Ich mach so gerne Sachen kaputt. So, dann bauen wir uns das Ding erstmal auf. Dann ist er schon mal aus dem Weg. Also wenn ich so überlege, wie viele Steine wir im zweiten Level gesammelt haben, das ist diesmal ganz schön lang. Ich meine, das Level läuft noch nicht lange. Aber ein bisschen mehr hätte er doch schon bei rumkommen können. Los ich da rein. Ah. Zu. Sehr schön. Da das gleiche in Grün. Ich ahne fast, dass wir diese Teile mit Jordan auch noch. Das muss ich mir wirklich nochmal umlegen, aber das macht fast Grün. Oh, da ist ja noch eins. Zusammenbauen. Also, wie geht's das jetzt an? Robin erstmal ein bisschen aus dem Weg nehmen. Und dann gehen wir da. Oh, er kommt automatisch wieder, sehr schön. Hier hat er wieder ein paar Teile, die er aufsammeln kann. Ah, er ist ja direkt nach unten durchgesaust. Oh Robin, was machst du denn? Weißt du, du bist ein großer Junge, aber das schaffst du doch alleine trotzdem nicht. Du kannst Objekte auf schwarz-weiße Oberflächen verschieben. Wo haben wir denn hier eine schwarz-weiße Oberfläche? Ich muss eh erst nochmal nach oben, weil da waren ja noch ein paar Sachen zu zerstören. Ach, da hinten sind wir. Gut, wir gehen erstmal nochmal nach oben. Und holen uns das, was dort noch zu holen ist. Ja, wird so geil, wenn er an der Wand lang schleift. Oh, was soll denn das? Will er mich jetzt ärgern? Ja, ich sehe, du kannst ganz toll an der Wand dich vorbeischleichen oder drücken. Du sollst ja jetzt bitte hoch. Mach nicht diesen mit mir. Na komm. Oh, warum denn? Warum kapiere ich das nicht, wie es zu machen ist? Oh, komm, jetzt aber. Ja, sehr schön. Ja, das ist auch ein bisschen ungelenkt mit der Tastatursteuerung. Weil man steuert mit WASD und ja, drückst du D, geht er einfach nur nach rechts. Und, na gut, ich brauche euch die Steuerung nicht erklären. Aber du kannst nicht wirklich so schräg laufen. Das funktioniert nicht ganz so gut. Deswegen ist es manchmal ein bisschen schwierig, da hinzukommen, wo man hin möchte. So, die haben wir. Jetzt haben wir 9 Stück. Da können wir noch nichts machen. Das Minikit müssen wir erstmal liegen lassen. Das heißt, wir können dann jetzt hier weitergehen.
Okay, ich hab ihn. Durch den. Durch das Tor da jetzt. Die kann ich wieder mitnehmen. Da müssen wir auch gleich noch mal. Wir nehmen uns erstmal die Teile hier mit. So, dann müssen wir jetzt 14 machen. Genau. Wir gehen erstmal hier runter. So, das wird genau. Oh, die Brücke ist sonderlich schön. Ah, da haben wir das nächste Mal schon drin. Oh, jetzt übertreiben sie aber. Jetzt kommen sie ja hier. Oh, werden ja immer mehr. Gut, ja. So, Robin, du darfst wieder ein bisschen was einsaugen. Versuche natürlich alles irgendwie mitzunehmen und nichts zu sehen. Oh, hier sind aber ganz schön viele Teile noch, die man mitnehmen kann. Aber uns fehlen ja auch noch. Nö, uns fehlen noch 6. Aber weiter vorne lagen doch auch noch. Jetzt schon bei 25. Dann werden wahrscheinlich noch ein, zwei Maschinen kommen, wo wir die Teile brauchen. Packen die erstmal hier rein. Und dann wird er uns ja wahrscheinlich wieder so ein Saugericht ausspucken. So, wir nehmen erstmal die. Was ist das? Okay. Ach, und da ist der Saugericht. Ja, das ist ja auch nicht schlecht. Nein, ich will da noch nicht lang. Ich will erst hier bei der. Hier müssen wir auch. So, dann haben wir schon wieder 14. Ich muss eigentlich auch erstmal darüber. Ich denke mal, hier brauchen wir erstmal einen anderen Anzug. Ja, mit dem können wir da nicht viel machen. Wird das Ding jetzt noch gebraucht? Anscheinend nicht. Ich glaube, sonst hätte man es nicht endgültig zerstören können. Sonst hätte er das, glaube ich, wieder aufgebaut. So, dann holen wir uns erstmal den Saugerich ran. Da ist schon die nächste Maschine. Gedönse mit den Kisten, die wir verschieben können, dort oben. Batman, du brauchst nicht unbedingt die ganze Zeit hinterherlaufen, du kannst auch wohl Steine da einsammeln. Aber okay, ich bin nur der Sidekick. Du bestimmst natürlich. Jetzt muss. Ach so, und jetzt müssen wir das da reinbringen. Ich sehe, ich ahne schon, dass wir da irgendwelche Zahnräder anbringen müssen. Da kann Batman hier irgendwas machen? Ne, kann er auch nicht. Das heißt, erstmal Schalter aktivieren. Ah ne, bringt uns ja nichts, da wir die Zahnräder noch nicht bekommen. Und das heißt, wir müssen erstmal. Oh. Hier wird wahrscheinlich eins rauskommen. Mehrere sogar. Müssen wir zwar wieder hochlaufen, aber ihr wisst, 100%, ich brauche die Steine. Wir brauchen den Superheldenstatus. Können wir die Seite schon mal wieder aufbauen. Ich sag zwar immer, dass es knapp wird mit dem Superheldenstatus, aber diesmal mache ich mir wirklich so. Ich glaube, so viel kommt nicht mehr. Wir werden schon noch ein paar kleine Rätselchen gelöst. Und dann kommt ja letztendlich nur noch der. Ja, das war ja mal richtig erfolgreich. Dann kommt nachher nur noch der Bosskampf. Und dann ist das Level ja auch schon wieder durch.
Und das meine ich jetzt mit der Tastatur schon. Mit dem Gamepad wäre es viel einfacher, darüber zu kommen. Oh, das kann doch nicht wahr sein. So, jetzt bin ich wenigstens schon mal im Blauen. Kann ich mir auch beim Weg nach unten holen. So, schnell holen und runter. Steine, 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 nicht so viel verstanden. Oh, naja, ein paar haben wir noch gekriegt. So, dann können wir jetzt dieses Tor öffnen. Das ist nur die Frage, wozu? Ich ahne aber, dass wir dieses Maschinchen brauchen werden. Wo sind wir hier? Das hängt damit mal sicher ab. Ich höre doch auf zu schießen. Schießen auch nicht. Ja, hier habe ich schon mal einen Minikit gesehen, aber da werden wir bald weiter noch nicht machen. Komm, für den Stein. Da ist noch eine Leiter. Wir kriegen ja das silberne Lego nicht zerstört. Noch nicht. Das sieht mir schon sehr nach Bosskampf aus. Ich glaube, wir gehen erstmal noch mehr zurück. Das Ding nehmen wir natürlich mit. Da ist eine gute Grütze drin. Oh, sag nicht. Aber wir kommen gar nicht zurück. Kommen wir überhaupt nicht mehr zurück? So. Aber wieso komme ich alleine zurück? Aber mit dem Saugericht nicht. Wo geht's denn hier hin? Weil er hat uns auf diese Stelle gezeigt. Mit dem Teil vorne. Und da werden wir höchstwahrscheinlich die Grütze reinpumpen müssen. Oh, die sind noch steil. Oh, nicht wirklich. Dann muss ich mal gucken. Wir müssen das Teil zurückkriegen. Geht ja nicht anders. Kam wir auch ein bisschen schlechter durch. Irgendwie so hier hoch ins Eck gehen. Ja, tatsächlich. Wieso kommt man denn da nicht mehr durch? Nee, das ist ärgerlich. Das heißt, wir müssen dafür das Level nochmal durchspielen. Von wo wird denn hier schon wieder geschossen? Das müssen wir wahrscheinlich wieder runterschreiben. Da noch ein Steinchen. Wir können auf jeden Fall wieder ein Gefährt zusammenbauen. Was soll denn das sein? Das sieht weit merkwürdig aus. Aber wie es aussieht, ist ja letztendlich egal. Hauptsache es hilft uns weiter. Das Bier ist okay. Silbernes Lego. Hier ist auch. Und. Ach, hier, ein Gartenstapel. Aber den können wir wohl nicht benutzen. Da ist noch was. Da
hier drüben. Das ist alles weg. Er hat doch auch noch eine Kometen geschossen. Das sieht auch wieder nach einem Fahrzeug aus. Ach, noch was da hier. Ah! Jetzt haben wir schon mal einen Gabelstapler. Jetzt muss ich erstmal den hier wegnehmen, der hier hinten die ganze Zeit am Ballern ist. Wo ist er denn? Ach, da oben. Ja, da komme ich doch gar nicht hin. Das ist ja gemein. So, hinten war ja. Ah, vielleicht gibt es doch noch was mit dem Superheld-Status. Wir gehen erstmal den Weg frei machen. Da gibt es überall noch Sachen, die wir hin können. Also dieses Level müssen wir auf jeden Fall nochmal zurück. Hier die Leiter. Ich habe ein bisschen Angst, da runter zu gehen. Nee, da landen wir nur in der Giftsuppe. Hier ahne ich schon, was wir da machen müssen. Nee, eigentlich war das gar nicht meine Vermutung. Gut, wir holen uns erstmal den Gabelstapler. Was ist eigentlich geworden? Klettert auf der falschen Seite die Leiter hoch? Okay. So, mal gucken, wozu das denn gut ist. Guck wieder, das ist ja eine Sache. Gibt jetzt aber auch nicht so wirklich einen. Aber wir kriegen dadurch den Rest für das zweite Fahrzeug. Aber das ist wieder was anderes. Sieht zumindest ein bisschen anders aus. Wofür es letztendlich ist, wird sich zeigen. Das heißt, wenn wir das zerstören können, können wir das da hinten auch zerstören. Yeah. Aber da ist jetzt auch wieder. Das wird ein Leiter. Mensch, Mensch, Mensch. Wenn man hier nicht wirklich versucht, alles kaputt zu machen, dann würde man so vieles übersehen. Und schon sind wir hier oben. Okay. Ach so, damit haben wir die Düsen da ausgeschaltet. Alles klar. So, Robin kommt natürlich nicht runter. Rüber. Wie auch immer. Aber dann brauchten wir doch jetzt eigentlich gar keins von den Fahrzeugen. Wozu kann man sich denn zwei Fahrzeuge zusammenbauen, wenn man keins braucht? Das ist ja auch merkwürdig. Aber Robin muss ja auch irgendwie rüberkommen. Das heißt, wir werden die Fahrzeuge oder eines von zumindest doch noch brauchen. So. Hier brauchen wir definitiv eins. Hier ist ja wieder was von dem silbernen Lego, das wir zerstören müssen. Mensch, es ist aber auch ein umfangreiches Level. Die ersten beiden waren nicht so umfangreich. Wieso kann ich jetzt? Ich wollte gerade sagen, wieso kann ich jetzt nicht wechseln? Also, das ist deaktiviert. Aber wieso kann er denn nicht rüber? Natürlich kann er rüber. Da muss ich nur mal anstrengen. Das heißt, wir können komplett durchfahren. Hier ist das Fahrzeug. Wir können komplett nach rechts durchfahren. Der Weg ist frei. Das sieht ein bisschen aus, als wäre ich getrunken. Aber ich muss ja auch irgendwie in der Spur bleiben. Wenn ich einfach nur straight nach rechts drücke, kommt er ja total schief. So, alles geschlossen. Dann wieder die Teile. Das sieht nach. Das kann ich. Das sieht nach einem Schalter aus. Edel. Mit dem aktivieren wir jetzt was?
Warum kann ich den nicht drücken? Das ist so rot hinten. Oder? Irgendwas scheint da zu fehlen. Wahrscheinlich. Das dort oben. Oh, da kommen wir ja easy hin. So, okay, das ist gut, genau. Ja, lass alles ins Weggefallen. Genau. Da haben wir aber noch nichts, um den Schalter zu aktivieren. Schon wieder nicht zu Robin wechseln. Wo ist der denn schon wieder? Was hat er denn für eine Mission? Komm Robin, wir müssen da hinten hin. Du musst mir helfen. Jetzt ist die Frage, wer muss da hoch? Batman oder Robin? Ich versuch's mal mit Robin. Oder geht einfach wieder runter? Was ist das? Achso, und jetzt ist der Schalter aktiviert. Was ist? Oh, oh, wir müssen raus hier. Verdammt, verdammt, das war dumm. Ah, und jetzt haben wir hier schwimmende Plattform. Ich sag ja, wenn man hier nicht alles absucht. Weit! Oh, und wo war das jetzt? Ich ahne fast, dass wir die beiden da jetzt auslassen. Oh. Die Brücke habe ich gar nicht gesehen. Jetzt da ist. Nein, ich hab doch nur noch einen jetzt. Was ist jetzt? Ne, nochmal falle ich auf die Nummer nicht rein. Er ist zu tun, als wenn man Angst hat und weglaufen und dann dreht er sich um und tritt mir ins Gesicht. Nee, nee. Ich frag mich auch, warum Robin die ganze Zeit faul da hinten rumsteht. Batman macht ja alles allein. Hm, die kriege ich auch noch. Aber wir haben fast den Superhelden-Status. Das sollten wir noch schaffen. So. Ich ahne fast, dass wir auch damit ein Fahrzeug brauchen müssen. Dann schauen wir mal. Jetzt müssen wir nur heil über die Brücke kommen. Oh, das sieht doch gut aus. So, dann. Aha. So, einfach raus. Ach, ich wollte gerade sagen, wie fährt das Ding wieder hoch? Das ist ja ein Fahrstuhl. Der fährt ja hoch und runter. Da Robin sich ja anscheinend dazu entschieden hat, heute gar nichts mehr zu machen, machen wir das halt allein. Ja, das ist natürlich blöd, da kommen wir nicht hin. Dann machen wir das halt später.
Das sieht aus, als wären wir da kurz vor Boss. Von mir fällt gerade auf, wir haben in dem Level noch ein Minikit gefunden. Jedenfalls keins, an das wir rankommen. Nein! Ah, sehr schön. Da haben wir es. Und wir haben den Superhelden-Status. Endlich. Gut, dass ich doch nochmal hier unten blutern war. Ja, für den Rest werden wir irgendwas brauchen, womit wir durch die grüne Suppe durch können. So, dann vermute ich mal, dass wir uns jetzt den... Was kann ich denn? Okay, da ist irgendwas Blaues. Ich denke mal, da werden wir auch was später hinkommen. Da oben gibt es auf jeden Fall wieder was zum Zusammenbauen. Aber wir haben doch hier unsere... Ach, wie war das jetzt? Jetzt wieder die Taste drin. Das ist ja auch wieder... Okay. Noch alle bitte. Danke. Sehr schön. Ah, wir kriegen einen neuen Robin-Suit. Oh, kommt da nochmal was hier hin? Hier nehmen wir den. So, dann wollen wir mal zusammen basteln, wa? Der Magnetanzug, also doch kein neuer. Dann hole ich den mal. Das war ich nicht. Okay, dann müssen wir wieder eine Brücke runterfahren. So, nee, da kommen wir nicht lang. So, dann gehen wir mal da hoch. Was ist das für ein merkwürdiger Apparat? Kommen wir da gar nicht lang? Ne? Oh, hier kommen wir hin. Gut, einmal zusammen was. Das sieht aus wie eine Steuereinheit für irgendwas. Jetzt fährt sich die Brücke runter. Sehr schön. Aber das war nur die halbe Brücke. Na gut, mit Batman kommen wir rüber. Batman kann schweben. Und hier ist der Rest, okay. Manchmal hängt er ein bisschen hinterher beim Anwalt. So, dann wollen wir die Brücke mal fertigstellen. Die ganze Feinde wieder runter in die Sippe. Okay, Party. Aber gut, den Superheldenstatus haben wir Gott sei Dank. Ist ja schon mal etwas. Ein Minikit haben wir diese Level auch bekommen. Aber wir haben keine Geisel gefunden. Wir können gerade auch. Sonst war immer irgendwo eine Geisel. Vielleicht gibt es in diesem Level aber auch keinen. Kann ich mir aber nicht wirklich vorstellen. Denn wir haben sie einfach nicht bekommen. So, Robin bitte. Ne, kannst auch bitte. Ja, das ist wieder dieses. Du kannst immer nur in eine Richtung drücken. Achso, ja gut, für das andere braucht wir einen anderen Anzug. Der ist ja gemein. Der Hutmacher. Wir sind also beim Boss angekommen. Da ist er auch schon. Ich will in die Kusch. Wo holt er jetzt einer? Okay. Ach, jetzt kommt er mit seinen Schandtaten um die Ecke. Erstmal seine Lakaien ausschalten.
Hier gibt es noch ein paar Steinchens. Nur weil die in einem Bosskampf sind, heißt es ja nicht, dass wir weiterhin ein bisschen weiter. Was ist das? Okay. Nichts Gutes anscheinend. Danke. Okay, was ist denn mit den 1000? So, Batman bleibt bitte da oben. Ach, die sind wahrscheinlich. Ah, das hat ein bisschen gebraucht, aber ich hab's gehabt. Jetzt müssen wir gucken, auf welcher Seite er steht. Und dann in die... Hier ist wieder... Jetzt müssen wir wieder gucken, auf welcher Seite er steht. Und dann auf der richtigen Seite den Boden zu öffnen. Irgendwie... Alles klar. Brauchen wir einen kürzeren Weg. Jetzt müsste es klappen. Da ist schon mal ein Herz weniger. Ja, komm runter da. So, richtiger. Oh nein! Der Bosskampf ist aber doch noch relativ easy. Da fand ich... Ja, eigentlich fand ich Clayface am Anfang fand ich mit am schlimmsten. Auch wenn der auch easy war, aber... Ich fand den Kampf an sich härter. Hier ist ja... Du hast schon 5 Herzen verloren. Die anderen 2 verliert er jetzt auch sehr schnell. Okay, sonst wollen wir nicht da runter. Und tschüss. Eins hat er noch. Und das war's. Und wir haben das Level wieder abgeschlossen. War aber auch ein ziemlich langes Level. Eigentlich hatte ich geplant, in dieser Folge 2 Level zu machen, aber die sind jetzt, glaube ich, schon wieder bei circa einer Dreiviertelstunde. Wir haben natürlich den Superheldenstatus. Keine Frage. Ein Teil des Heldensuperkits haben wir auch wieder. Wir sind über 300.000 Steine gekommen. Ein Minikit kommt hier hin. So, wir gehen natürlich wieder zu Fettel. Gespeichert ist es. Und damit verabschiede ich mich für diese Folge bei Lego Batman. Und dann, natürlich kennt ihr es, wenn ihr wieder Lust habt einzuschalten, sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin!